Ich habe gerade Koffein hergestellt und darauf, dass ich das gemacht habe, werde ich mich für Arctic Warrior bewerben. Ich bin Naturin, bin 30 Jahre alt, habe 2 kaufmännische Ausbildungen abgeschlossen und ich bin am meisten in der Softwareentwicklungsbranche belehrt. Heute mache ich aber genau das Gegenteil, ich tue euch mit speziellen Outdoor-Content hier auf YouTube unterhalten. Aber so richtig speziell, mit einem richtig räudigen Unterhaltungsfaktor. Von meinem eigenen Gehirn erdacht. Ich bin kein 0815 oder wie das heißt, ich schlafe überall, egal ob im Wald, am Fluss, auf dem Berg, im Lost Place, unter der Brücke, unterm Fels, in einer Höhle, in einer Bushaltestelle, auf dem Bahnsteig, in der Küche, in der Sparkasse. Ich penne überall, weil ich bin so ein richtiger Überallpenner. Und die Arktis muss von mir auch noch verpennt werden. Deswegen bewerbe ich mich für Arctic Warrior. Und guck mal, ich laufe das ganze Jahr über in kurze Hose rum. Und dieser Winter ist mein 11-jähriges Jubiläum, dass ich das ganze Jahr über in kurze Hose rumlaufe. Und es interessiert mich nicht, ob ich bei minus 20 Grad meine ganzen Beinhaare wegfrieren oder ich auf den Alpen den ganzen Tag im Tiefschnee versinke. Ich find's sogar angenehm, mich mit Schnee zu verbuddeln. Ich find's erfrischend, das kann ich den ganzen Tag machen. Das heißt, meine Beine sind perfekt geeignet für sowas. Und ich werde auch so gut wie nie krank. Das ist richtig geil. Nur obenrum muss ich mich warm anziehen, weil obenrum bin ich tatsächlich nicht so abgehärtet. Ich mache häufiger Mehrtagestouren und die längste Tour war fast 300 Kilometer über die gesamte Lüneburger Heide. Und weil ich das mit einer überfüllten Billigsackkarre gemacht habe, habe ich 13 Tage dafür gebraucht. Und ich habe jede Nacht draußen gepennt, das war richtig geil. Meine längste Tagestour war 94 Kilometer in 23 Stunden, obwohl ich mir schon ab 30 Kilometer mir einen Wolf eingelaufen habe und ab Kilometer 69 einen richtigen Krampf im Fuß hatte, der so stark war, dass ich den Rest gehumpelt habe. Es war auf jeden Fall eine schmerzhafte Challenge, aber ich hab's gemacht. Wie einige von euch wissen, hatte ich mich ja für die Seven Forest Wildcard beworben. Aber weil ich leider nicht genommen wurde, hatte ich im Sommer auf deutschem Boden einen Seven Forest Wild 7 Tage Selbstversuch komplett ohne Gegenstände durchgeführt, dokumentiert und auf YouTube hochgeladen. Aber weil mein Selbstversuch zu wenig Aufmerksamkeit bekam, habe ich euch das nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. So wie im Abspann. Ihr könnt auch gerne darauf reagieren, würde ich mich freuen. Klar war ich froh darüber, als ich abgeschlossen hatte, aber obwohl ich 6 Kilo an Gewicht verlor und jede Nacht extrem gefroren hatte, bin ich nicht ganz an meine Grenzen rangekommen und ich hatte auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber meine krasseste Herausforderung, die wirklich alles andere übertrifft, das erzähle ich gerade nicht, ihr müsst meinen Kanal durchforsten. Dann findet ihr es vielleicht. In irgendeinem Video. Und deswegen bin ich der perfekte Kandidat für Arctic Warrior. Ich würde mich freuen, ich will, die Arktis muss von mir verpennt werden, das ist wichtig. Auf die Zugspitze. Und 31 Kilo. Aber egal, machen wir. Mittlerweile sind wir in der alpinen Survival-Situation, weil oben besteht erhöhte Lawinengefahr. Oh, da ist schon... Guck mal da fliegt schon alles runter, du. Geil. Wir werden einfach am Berg verenden. Hier vorne geht's um einen Seven Forest Wild 7 Tage Selbstversuch. Das müsst ihr euch alle geben. Ich hab da die ganze Zeit Baumrinde gefressen.